Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Metro Exodus. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Tja, in der letzten Episode haben wir hier unten Vater und Sohn kennengelernt, die, ja, ganz lustig waren. Da haben wir hier ein paar Monster gekillt, haben das geklärt und ja. Haben da ein paar Paladinen zugehört, die, ja, sagen wir mal so, die alle sind ein wenig anders, wenn man das so sagen darf. Hey, wie komme ich eigentlich hier? Oder soll ich das mit dem Springen probieren? Ja, ich mach's einfach, ganz ehrlich. Das war auch einer dieser. Achso. Macht Sinn. War ein wenig zu viel. War auch ziemlich in Ordnung. Im Endeffekt. Muss ich ja sowieso dahin. Die haben keine schlechten Verteidigungsanlagen, muss man sagen. Also, mehr oder weniger. Du mieser Scheißkerl, Silantius. Was für ein Gedanke. Meinen Glauben beweisen, indem ich einen Dämon vernichte. Was für ein Haufen dampfender Kacke. Ein verschissener Feuerball. Okay. Ich habe mein Leben mit der Eisenbahn verbracht. Daher sind mir 25 Kilovolt Leitungen nicht fremd. Ich komme damit klar. Aber die anderen. Pass auf, Silantius. Ich weiß, du hörst dir das an, du mieses Schwein. Wenn ich zurückkomme, werde ich dieses Band verbrennen. So schlau bin ich noch. Da ich aber nicht zurückgekommen bin, kannst du dir den Spaß jetzt anhören? Du warst ein verdammter Parteifunktionär und jetzt nennst du dich einen Heiligen? Leute aus verdammten, nichtigen Gründen umlegen? Wie kannst du nachts überhaupt noch schlafen? Ich sag dir was. Ich warte in der verdammten Hölle auf dich. Satan wird mir höchstpersönlich einen Dreizack mit deinem Namen darauf reichen. Selbst wenn ich gar nicht ans Nachleben glaube. Wir sehen uns, Silantius. Das wird noch lustig. Der hatte ein wenig Hass. Darf man das so sagen? Das sind Boote von denen. Langsam Nacht. Ja, die wurden ja alle umgenietet oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie nicht mehr am Leben. Also ich bin ja ein netter Typ. Ja, einfach mal hier rein. So, okay, hallo. Alles klar. Oh, sieht nicht so klar aus. Tut mir leid für dich. Was auch immer du versuchst zu sein.
lief anscheinend alles nicht so gut bei euch. Was auch immer hier passiert ist. So Leute, was ging bei euch ab? Da war jedenfalls jemand schneller. Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch. Ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ich lüge nicht. Boba kann das bestätigen. Nur nicht schießen. Ja. Junge. Ich knall dich mal nicht ab, aber... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Hat Gamer ihn geschickt? Hat Boba die Moneten für euch selbst genommen? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Ich hoffe, er erschießt mich nicht. Der Barkeeper sollte leben. Der Barkeeper lebt immer. Ja, er wird mich nicht erschießen, ganz bestimmt nicht. Alter Junge. Solange du mich nicht abknallst, ist alles in Ordnung, glaub mir. Alter, wie kann ein Kartenspiel so eskalieren, Mann? Sag mir das. Naja. Ich lass dich leben, Mann. Ich bin halt eben einfach kein Arsch. Also jedenfalls nicht immer. Wie gesagt, wenn jemand als erster ballert, baller ich auch. Aber wenn er nicht ballert, dann soll es so sein, ne? Ganz ehrlich, ich hab nichts davon, wenn ich ihn niederballere. Vielleicht ein bisschen Munition und so, aber... Hey. Diese Geräusche von diesen Dingern. So, macht der Typ noch was, oder? Okay, der kackt sich sozusagen in die Hose. Ja, ne, kann mir recht sein, ne? Okay, Jungs. Hallöchen. Oh, sieh nur, der Ketzer. Hau ab, hier ist kein Platz, Außenseiter. Sie kommen! Da sind sie! Gino! Nun, dann kommt! Ihr werdet nicht auf die Kinder wohnen! Unser Glaube ist Ja. Die Dämonen sind weg. Sie wurden von unserem wahren Glauben vertrieben. Wir haben die Prüfung bestanden.
hat uns behütet. Der Herrscher über Himmel und Alter, was geht bei euch ab? Unseren Lobgesang, denn du hast uns erweckt. Hast na klar. Uns Kraft gegeben, diese Dämonen der Elektrizität, Satans Geschöpfe zu verbannen. Deine Macht wird hier auf Erden bestätigt, wie auch du sie im Himmel bestätigt hast. Amen. Ey, ja. Sonst also in Ordnung bei euch? Euch geht's nicht ganz gut, oder? Naja. Ja. Was haben wir denn da? Und ihr seid fertig mit eurem Gebet oder was auch immer ihr so tut. Ja, wunderbar. Ja, ich töte die mal nicht. Ich bin ja nicht der Oberasi. Wie sieht's bei dir aus, Junge? Du hockst doch immer hier. Ja. Ja. Ciao. Was auch immer hier auch abging. Dass hier keine Ahnung wie viele gestorben sind, aber gut. Was weiß ich schon. Ja gut. Natürlich. Was? Ja gut. So viel dazu. Ihr Herrscher. Gut, den habe ich sein Hirn weggeballert. Schön,
Ja, da ist aber nicht wirklich irgendetwas Interessantes dabei, muss man ehrlich sagen. Gut. Die ist schon auf. Ah. Immer dieser gleiche Blödsinn von diesen Leuten. Rein. Da brennt überall ein Feuerchen. Ja, perfekt. Was haben wir denn hier? Dies ist meine letzte Kassette. Also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. 20. September. Heute Abend kam ein Prediger in die Ratsversammlung und erzählte dummes Zeug über Gott, der ausgerechnet uns verschont habe, um anschließend einen Kugelblitz als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Leute sind gestorben. Und die Sünden waren noch nicht alles. Er fuhr fort und sagte, wir müssten die Dämonen der Elektrizität bekämpfen. Durch Gebete, Fasten und Zauber. Und diese Idioten hörten ihm zu. Zum Glück hatte Roman genug Verstand, ihn rauszuwerfen. Sonst wäre mir die Sicherung durchgebrannt. Wie auch immer, aufgrund dieser idiotischen Ausschweifungen beschlossen wir, den Bau der Blitzableiter Palisade zu verzögern. Sollte der Irre seinen Zauber doch in Aktion zeigen. 27. September. Dieser Silantius ist nicht so dumm, wie es scheint. Seine Zauber sind in Wirklichkeit Blitzableiter. Unsere Elektriker brauchten sehr lange, um zu erklären, was eine ordentliche Erdung ist. Und die Leute glauben noch immer, dass sie die Physik austricksen können. Aber diese Typen sagen einfach, Gott hätte es so gewollt. Und was wüssten sie schon? Gestern haben sie drei dieser Kugelblitze ohne Verluste vernichtet. Roman war allerdings sehr unglücklich. Manche Leute sind auch nie zufriedenzustellen. Aber welchen Unterschied macht die Farbe der Katze, solange sie die Ratten fängt? 5. Oktober. Silantius hat recht. Wir müssen uns des Rests der Ausrüstung entledigen. Sie zieht Kugelblitze an. Und ohne unseren Generator werden wir unsere Stromversorgung sowieso nie wiederherstellen. Welchen Sinn hat es also, das Zeug zu behalten? Wir kommen ohne es aus. 7. Oktober. Roman ist tot. Dieser Catfish. Ja, es war nicht wirklich nötig, alle zu versammeln. Wir hätten das auch schrittweise machen können. Und es stimmt, dass einige der tatsächlich brauchbaren Sachen ebenfalls in den Fluss geworfen wurden. Aber so musste es ja kommen. Dafür einen Aufstand zu machen und ins Wasser zu springen, ist es nicht wert. Er konnte definitiv spüren, wie ihm die Macht entglitt. Aber deswegen die Hand gegen Silantius zu erheben. Und es geschah auch noch genau so, wie der Mann es uns vorhergesagt hatte. 31. Dezember. Die Kassette neigt sich dem Ende zu. Genau wie das Jahr. So Gott es will, werden damit auch unsere Probleme enden. Wir sind nicht mehr allein in dieser Welt.
Gott ist mit uns. Wer könnte sich also gegen uns stellen? Ich jedenfalls nicht. Und das bedeutet, dass das Lock zu Ende ist. Ein Silvesterabend ist der perfekte Zeitpunkt, eine neue Seite aufzuschlagen. Abgesehen davon sagt Vater Silantius, dass Elektrizität eine Sünde ist. Ja, er hat sich ziemlich verändert, muss man sagen. Gut. Wir stellen uns ein bisschen Zeug hier. Ja, habe ich mir schon was zulegen. Ja, stellen wir ihm hier hinzu. Ich glaube, ich bleib entscheidend einfach. Naja. Also läuft das bei denen auch nicht so gut. Ja. Gehen wir mal schlafen. Bis wann? Bis morgen, würde ich sagen. Die Animation finde ich noch immer geil. Wieder ausgeschlafen, Junge. Irgendwie sind hier mehr Tote als Lebendige. Weil bisher habe ich echt nur Tote getroffen. Kann nicht sein, dass es hier keine Leben gibt. Aber wer weiß, die hatten einen ziemlichen Zerfall hinter sich, ne? Wegen diese Technologieverweigerer. Nee, da ist hier wirklich keiner. Oder die jumpen wirklich in letzten Moment raus. Ich meine, ich bin da schon auf deren Gelände. Das schon eine Zeit lang. Und das interessiert. Okay, ja, da haben sie jemanden aufgehängt. Das interessiert ja anscheinend niemanden. Oder es ist einfach kein da, den es interessieren könnte. Eins von beiden, ne? Wie gesagt, bisher nur Tote gefunden. Kann es ja nicht sein, dass es hier nur Tote gibt. Irgendwo muss es ja einen lebenden Dude geben. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, oder? Wirklich niemanden gibt, der hier lebt noch. Aber es ist anscheinend so. Da bin ich mal gekommen.
Okay, hier liegt schon wieder ein Toter. Keine Ahnung, Mann. Gibt's hier nicht. Das kann nicht jeder tot sein, Alter. Ich meine, hier ist auch einer. Den habe ich erst nicht mal gesehen. Ja, wie soll ich hier reinkommen, ne? Alles verschlossen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkommen soll. Irgendwo muss es ja einen Weg geben, ne? Wäre ja sonst. Ja, wahrscheinlich mit dem Boot da drüben. Naja, wenn ich der Map trauen darf, ist es hier ziemlich weit zurück auf die andere Seite schon fast. Ja, vielleicht nicht so schlecht sogar. Ja, komm, Junge. Ey, ist der Junge noch hier immer? Ah, der rennt sich einfach. Sind die auch noch hier? Nee. Die haben hier Ritual beendet. Ja, was auch immer Ritual. Ja, hier kann ich rein. Ah, hier wäre ein Boot dazwischen gewesen. Ja, das hätte ich mir natürlich gönnen können. Ah, okay, hier. Ja, dann sehe ich mich mal um. Wenn ich da schon gut reinkomme. Das ist die Frage, ob man überhaupt hier durch soll. Dass hier so eine geheime Andockstelle ist. Keine Ahnung. Sieht aber langsam so aus, würde ich behaupten. Thank you.
Ja, wunderbar. Wo bin ich denn hier reingeraten? Hallöchen. Ach Gott. Oh, den gibt's hier auch. Ja, na toll. Freue mich hier so. Ja, ja, ich habe eine Granate gefunden, aber die setze ich jetzt noch nicht ein. Bin ja nicht verrückt. Ja. C gedrückt. Ah, okay. Ja, ja. Alter, was ist los hier? Ja, ekelhaft. Ein paar Feuerchen brennen hier auch noch, also... Die meisten sind hier mausetot. Das war mal eine Basis, ne, will ich behaupten. Aber da sind alle mausetot. Mausetot, also. Richtig komisch hier. So kann ich hier nicht rein. Ja, komm schon. Okay, dann muss ich in die anders ziehen. Wow, hier ist ja gar nichts mehr. Das ist ja komplett verlassen. Krass.
machen. Diesen Dude gekommen. Mehr oder weniger. So. Gut. Alter, was geht hier ab? Oder was ist hier passiert? Ich meine, es kann ja nicht so schnell abwärts gehen, ich meine. Alter, genau. Ja. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Kann ich mir vorstellen. Also dieses Riesenteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch gegen das wirklich kämpfen. Na, aber ich würde sagen, das behalten wir uns für die nächste Folge, oder? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.